Mein Name ist Dirk Lucco. Wir stehen hier in der Ausstellung Currency – Photography Beyond Capture. Thema der Ausstellung ist ja Currency. Ja, es geht also um die globale Rolle der Fotografie, es geht um das Zirkulieren von Bildern in der Welt, es geht auch um die Fotografie als globale Währung, die also überall existiert und die Welt von überall uns im Austausch unter den Menschen nahebringt. Photography Beyond Capture, da fragen sich die Leute natürlich, was steht dahinter? Und es geht um den Begriff der Aufnahme, Momentaufnahme, ja, die spektakuläre Momentaufnahme. Diese Ausstellung ist der Gegenentwurf dazu. Ja, es geht um konzeptuelle Fotografie, es geht um den untersuchenden Charakter von ihr, es geht um Langzeitprojekte, es geht um auch das Making-of, all diese sozusagen Grundfragen an die Fotografie zu stellen und nicht die spektakuläre Momentaufnahme in den Mittelpunkt zu stellen. Bilder sind immer wichtig gewesen für die Menschen. Schon in den Höhlenmalereien haben doch die Menschen das, was sie sehen, wahrnehmen, was ihnen vielleicht auch Angst macht, an die Wand gemalt. Ja, und es ist natürlich im 20. Jahrhundert mit modernen Mitteln dann fortgesetzt worden. In den neuen Medien, jetzt mit der Handykamera, ist das natürlich sozusagen rein von der Vielzahl der Bilder, die tagtäglich produziert werden, nochmal explodiert. Wir müssen lernen, diese Bilder zu lesen, zu sortieren, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden und auch die sehen, wie weit die Bilder dafür eingesetzt werden, uns zu manipulieren, uns zu etwas zu drängen, was wir vielleicht gar nicht wollen. Hier geht es mehr um die Inhalte, es geht um, dass man sozusagen mit der Kamera auf sich auf eine Suche begibt, sich auch einer Suche hingibt, um Zustände dieser Welt einzufangen. Es ist die zweite und auch zweite erfolgreiche Zusammenarbeit mit White Wall. Wir freuen uns natürlich sehr, es unterstützt uns in all unseren Vorhaben. Beide Ausstellungen, Family Affairs und jetzt Currency Photography Beyond Capture, wäre fast ohne White Wall nicht realisierbar gewesen. Wir sind natürlich immer auch sehr gespannt, wie die Künstlerinnen und Künstler darauf reagieren, dass wir so einen festen Partner eben haben. Und ich kann sagen, es ist beides mal sehr gut ausgegangen. Thank you.